Aber das Ding ist, es taucht ja auch nicht im Shop auf, diese neue Animatronic. Also die ist definitiv hier. Warte, der Raum ist neu. Die war immer nur eine normale Tür. Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Tjulfa. Und ihr seht vollkommen richtig. Killer in Purple 2 hat nochmal ein Update bekommen. Ich habe tatsächlich nicht mehr dran geglaubt. Aber der Entwickler hat mir auch nicht Bescheid gesagt. Da werde ich nochmal ein ernstes Wörtchen reden müssen. In jedem Stream höre ich immer nur, ey, spiel endlich wieder Killer in Purple. Und ich habe immer gesagt, wenn neuer Content kommt, kriegt ihr sofort ein Video. Und jetzt ist es soweit. Scheinbar gibt es eine neue Animatronic, die sich hier irgendwo versteckt. Also keine Animatronic, die wir einfach so freischalten können, sondern irgendwo hier gibt es scheinbar ein neues Gebäude, einen neuen Raum, wo wir eine neue Animatronic finden können. Die suchen wir heute erstmal. Und auch ansonsten gab es scheinbar noch einige Änderungen. Also ich weiß nicht genau, wie viele Videos wir jetzt nochmal machen. Aber es gibt auf jeden Fall neue Sachen zum Zeigen, Leute. Deswegen wisst ihr wie immer Bescheid, Leute. Zeigt es mir mit einem schmackhaften Daumen. Ah, das schmeckt ein Daumen eigentlich wirklich? Leckt nicht an den Daumen. Zeigt es mir mit einem Daumen aufs Video, dass ihr Killer in Purple 2 feiert, Leute. Gerne auch den Channel abonnieren. Ich weiß, ich sag's immer, für euch ist nur ein Klick, aber der Support lässt mich besser schlafen. Und ihr wollt doch, dass ich schlafe, oder? Warte mal, in dem Zeug hier ist Koffein, oder? Oh, ich schlaf sowieso nie wieder. Ich muss nie wieder schlafen. Nie mehr. Und wir machen natürlich in unserer Location aus den Videos weiter. Wir haben ja auch eine Stream-Location, wir haben eine Challenge-Location. Aber das hier ist unsere ganz normale Location, wo wir unsere selbstgebauten Animatronics haben. Ne? Wir haben hier Tangle, wir haben Höllenballoon-Boy mit Bonbon-Händen. Guck mich nicht so an. Dann haben wir noch das Vieh hier. Das hat sogar einen Bonbon-Kopf. Ich weiß echt nicht, was wir hier gezüchtet haben, Leute. Was sind das überhaupt für Clownsschuhe, Mann? What are those? Aber die Location ist hier eigentlich recht stimmig aufgebaut. Also die ergibt halt einfach Sinn. Ne? Das ist eine nice Location. Und wir schauen uns jetzt mal um auf der Map. Ich weiß, ah, stimmt, wir hatten ja auch den Arcade Room hier schon fertig, ne? Ey, die ist echt hübsch, die Location. Ey, hab ich ja richtig toll gemacht. Kann ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Wow, das ist allererste Sahne, Leute, ja? Die warten auch schon die ganzen Kinder darauf, dass sie hier verhackstückt werden. Man muss den Spring Bonnie Suit jetzt freischalten. Warte, gibt es andere Anzüge? Wenn ich den jetzt kaufe, taucht dann ein neuer Anzug auf. Wait, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass... Unlock. Es kommt kein anderer Anzug. Ey, wenn jetzt noch ein anderer Anzug gekommen wäre, ich hätte mich vor der Kamera eingekackt. Ich habe Laktoseintoleranz und ich habe gestern Milch getrunken. Ich hätte es sogar geschafft. Okay, warte, wir gucken mal kurz in den Shop, ob hier auch irgendwas Neues... Ey, wenn man sich neue Anzüge kaufen könnte. Ich sag, seit das Game draußen ist, Anzüge, die man wechseln kann in Killer in Purple 2, das wär's. Wenn ich mich irgendwie Spring Freddy oder Fredbear oder keine Ahnung wen anziehen kann. Aber, tja, das Glück hab ich einfach nicht, Leute. Man kann aber auch nicht alles haben. So, Animatronics, Anzüge, keine. 29 Animatronics. Hä? Ist die neue Animatronic nicht hier drinne? Also kann man die nicht so kaufen? Ich dachte, wir sehen da dann trotzdem ein Fragezeichen. Aber strange. Dann schauen wir uns erstmal um, wo die andere Animatronic sein könnte überhaupt. Ey, wir haben auch 4-Sterne-Rating, ne? 5 habe ich nicht, weil ich habe neulich in der Küche, naja, reden wir nicht weiter drüber. War ein kleiner Skandal. Aber jemand hat bemerkt, dass wir Kinder zu Pizza verarbeiten. Okay, okay, okay. Ja, krass, dass man den Spring Bonnie-Anzug jetzt freischalten muss. Das heißt, immer wenn man einen neuen Spielstand anfängt, muss man es erstmal schaffen, irgendwie überhaupt $10.000 zu verdienen, damit man den Anzug hat. Mann, ich will neue Anzüge im Game. Kann doch nicht sein. Einfach nur neue Anzüge. Das wär's, Leute. Das würde das Gameplay direkt aufs nächste Level heben. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal alte Locations. Ah, warte, nein. Junius ist ja gar nicht hier drüben. Lol. Ich bin geistig verwirrt. Wir fahren erstmal alle Locations ab, in denen wir Animatronics gefunden haben und schauen mal, ob da irgendeine neu hinzugefügt wurde. Das Ding ist, mir fällt spontan keine Animatronic ein, die jetzt nicht im Game ist. Aus den verschiedenen Springtrap? Wir haben Springtrap im Secret Ending gesehen. Vielleicht wurde Springtrap hinzugefügt. Oder, vielleicht wurde sogar Fazbear's Fright als Gebäude hinzugefügt. Und das ist hier irgendwo. Weil Fazbear's Frights haben wir nicht als Gebäude. Okay, warte, wir fahren erstmal hier Juniors rein, schauen uns hier erstmal kurz um und gucken, ob hier drin irgendwas Neues ist. Weil, ja, Fazbear's Fright haben wir nicht. Und die Springtrap-Animatronic wurde ja quasi schon angeteasert. Ich weiß natürlich nicht, ob... Kann man hier rausgehen? Ah, nein, das ist der Ausgang,
der vom Guard blockiert ist. Ja, Springtrap wurde angeteasert, aber wir haben Springtrap noch nicht. Wäre also wahrscheinlich nicht so weit hergeholt, dass wir irgendwo hier jetzt Springtrap finden können. Aber ich weiß es natürlich nicht. Okay, das ist JJ und Bibi haben wir hier. Aber eigentlich haben wir hier ja auch nichts, was noch freigeschaltet werden müsste in FNAF 2. Warte mal, Shadow Freddy gibt es ja. Ja, Shadow Freddy gibt es ja. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich wusste nicht mehr, ob es Shadow Freddy gab oder nicht. Dann machen wir uns jetzt aber auf den Weg rüber über die Brücke. Und schauen mal, wir haben ja da drüben quasi das Afton-Haus mit Sister Location. Wir haben Fredbear and Friends hier drüben, wo wir ja eigentlich eine gute Location, um Springtrap zu verstecken, ne? Wenn wir schon Fazbear Frights nicht haben, ist das... War der Spielplatz schon immer da? Ist der neu? Weiß ich nicht. Wir gucken erstmal in die Fredbear and Friends Location. Weil hier drin könnte sich ja einiges verstecken, rein theoretisch. Ey, die Fredbear-Gesichter sind aber auch neu, oder? Oder gab es die auch schon immer? Ey, jetzt stelle ich alles in Frage, ob es das schon... Oh, die Location sieht aber anders aus, oder? Oder kommt mir das jetzt nur so vor? Ey, jetzt weiß ich es nicht, Leute. Jetzt bin ich for real. Ich bin jetzt verwirrt. Okay, aber wir haben die beiden hier. Ist irgendeine neue Tür hier vielleicht? Hey, war die Location war doch mal viel schmaler, oder? Das war doch alles mal auf engerem Raum. Hier kann man nicht durch diese Tür. Okay, und definitiv gab es diese Fredbear-Gesichter noch nicht. Definitiv sind die neu auf den Türen. Das waren sonst einfach nur normale Türen. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Wir gucken mal kurz. Boah, fast das Kind überfahren. Oder warte mal. Es waren auch noch diese beiden Locations in Arbeit. Hier hinten. Also wir wissen ja, dass hier hinten noch irgendwie... Hier stehen ja noch so Schilder von Locations. Eine Seite sieht aus wie eine Baustelle. Quasi die FNAF 1 Location ist es ja, die neu gebaut wird. Wir schauen mal hier kurz nach. Wir werfen mal hier eben einen Blick drauf, was es hier hinten gibt. Vielleicht hat sich hier auch irgendwas verändert. Hier haben wir erstmal einen Bahnübergang, der pünktlich aufgeht, Leute. Perfektes Timing, wie immer. Okay, und dann rushen wir einfach mal hinten durch. Ansonsten muss ich mir gleich einfach mal kurz den Helikopter grabben. Und dann müssen wir damit einfach mal langfliegen und uns damit umsehen. Damit sieht man ja dann doch nochmal ein bisschen mehr, als wie jetzt hier mit dem Auto, mit den ganzen Bäumen und so. Warte. Warte, hier haben wir einmal Freddy's Funland under construction, genau. Freddy Freizeitpark under construction. Und hier haben wir Fazbear and Friends rebranded, opening later this year. Aber hier hat sich auch nichts verändert. Also hier sind noch zwei Sachen. Alter, Freddy verfolgt uns mit seinem Kopf, ne? Guck mal. Guck mal. Oder doch nicht? Okay, keine Ahnung. Ja, hier sind noch zwei Locations, die eigentlich gebaut werden. Mal sehen. Also, der Entwickler hat ja eigentlich mal gesagt, jetzt nach dem letzten Update, da kommt jetzt nichts mehr. Und jetzt hat er ja doch wieder ein Update gemacht. Also, ich glaube dem kein Wort mehr. Wer weiß, was wir noch alles sehen werden. Wer weiß, was er uns noch vorenthält. Hier ist irgendwie so ein Hohlraum, da ist aber nichts drin. Hier unten wäre ja dann das Büro. Also ihr seht schon, das hier ist ja quasi, ne, das Layout von der FNAF 1 Location. Hier wäre die Küche und hier hätten wir rein technisch die Toiletten. Hier kann man dann noch rausgehen, aber hier ist auch nichts hinter dem Gebäude. Also nach jedem Update, ich bin mindestens immer einmal hier und schaue nach, ob sich was verändert hat. Und wieder hat sich nichts verändert. Aber safe wird die Veränderung noch kommen. Also ich vertraue dem Entwickler nicht mehr. Jedes Mal schreibt er, ja, ja, das ist jetzt einfach das letzte Update. Und dann kommt doch wieder irgendwas, wo was neu ist. Deswegen, okay, wir schauen jetzt mal kurz. Freddy? Nee, der schaut da als nach unten. Oder warte, wenn ich jetzt aussteige, guckt er dann immer... Nee, okay. Ich dachte eben kurz, der verfolgt uns mit seinem Blick. Aber scheinbar doch nicht. Aber dann werden wir jetzt als nächstes mal hier vorne abbiegen und rüberfahren zum Afton Haus. Ich meine, wir haben ja auch noch dieses andere riesige Haus, was wir nur mit Helikopter erreichen können. Obwohl, ich glaube, man kann auch hinfahren, aber das dauert halt 7 Jahre. Da könnte halt auch noch was drin sein. Aber wir fahren gerade erstmal kurz in die Sister Location. Aber versteckt sein könnte das, was auch immer er versteckt, könnte halt überall sein. Aber das Ding ist, es taucht ja auch nicht im Shop auf, diese neue Animatronic. Also die ist definitiv hier. Hundertprozentig. Aber sie taucht nicht im Shop auf. Also wir können sie nicht im Shop sehen. Da haben wir immer noch 31 von 31. Aber warte, das könnte ja auch... vielleicht Nightmare... Stell mal vor, vielleicht Nightmare Animatronics. Ich meine, wir sind ja im Afton Haus. Nightmare Animatronics aus FNAF 4 könnte er auch da verstecken, denn die haben wir ja auch noch nicht im Game. Stimmt! Aber vielleicht kommt das auch noch als großes Update, weil er hat ja jetzt nur eine Animatronic neu versteckt. Ich weiß es nicht, Leute.
Ich freue mich einfach nur, dass der Entwickler trotzdem hier noch neue Sachen macht. Warte, Taschenlampe erstmal auspacken. Und dann schauen wir uns hier mal um. Hier haben wir Ballora. Hier haben wir Funtime Freddy. Mangle gibt es ja sowieso. Aber Mangle haben wir eh in FNAF 2. Mangle ist ja nicht hier in Dings. Hier haben wir Funtime Foxy. Hier haben wir den Scooping Room und Ennard. Hier kann man nicht rein. Warte, der Raum ist neu. Hier war immer nur eine normale Tür. Das ist dieser Backroom, in dem man eigentlich gegen, oh, wir können den Lüfter anmachen. Der Backroom, in dem man eigentlich gegen Ennard kämpft. In Sister Location. Hier ist sogar ein Vent hier oben. Kann sogar reingucken. Ist aber nichts drin. Aber hier ist keine neue Animatronic. Hier ist keine neue... Aber kann man hier... Warte, kann man den Code benutzen? Das Keypad? Warte. Wenn ich jetzt eingebe... 1983 oder 1987... Nee, passiert nichts. Okay, aber safe hat der Raum hier irgendwas damit zu tun. Hundertprozentig. Okay, Leute. Es ist absolut random, wie man die neue Animatronic triggert. Ich musste dem Entwickler auch schreiben, beziehungsweise mir Infos besorgen, weil... Naja, okay. Also, wir gehen in den Raum hier rein, wir stellen uns hier hin und dann muss ich LOL auf meiner Tastatur drücken, also LOL. Die Kenner unter euch wissen schon, was jetzt kommt. L-O-L und Lolbit unlocked. Lolbit freigeschaltet. Lolbit ist jetzt im Game. Okay. Okay, nice, wie er das eingebaut hat. Einfach random. Okay, ich hatte alles Mögliche gedacht, was wir da jetzt vielleicht freischalten können. Vielleicht doch über die Kameras. Nightmare Animatronics oder I don't know. Aber es ist einfach... Lolbit. Aber auch krass, dass es gar nicht in der Animatronic-Liste auftaucht, ne? Da haben wir immer 31 von 31. Wir gehen direkt wieder nach oben mit dem Fahrstuhl, fahren schnell zurück zu unserer Location, denn, wo ist der Ausgang? Hier. Denn ich will wissen, wie Lolbit aussieht und vor allem, ganz, ganz wichtig, wie teuer Lolbit ist. Also können wir uns das viel überhaupt leisten, weil wie ihr ja gerade seht, wir sind gerade nicht unbedingt rich. Ich habe $9000. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Deswegen schauen wir mal, ob es überhaupt possible ist, dass wir uns jetzt Lolbit auch da reinstellen. Schauen wir mal. Wir fahren mal schnell zurück, bevor die Animatronics aktiv werden, dass wir auch noch in den Shop können. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, wir biegen direkt links ab. Wir gehen kurz pennen zu Hause, dann ist 6 Uhr morgens. Weil ich will mir das Vieh dann schon in Ruhe angucken, bevor da gleich direkt die Hölle losbricht und alle aktiv werden und uns fertig machen. Und wo ich gerade so hier zu Hause bin, Leute, was ist das hier eigentlich für eine Tür? Was ist... Oh, der hat das hier auch repariert. Ah, weil diese Krippe hier war eine Zeit lang, die war einfach weg. Die war nicht da, die war nicht hier. Die funktioniert jetzt wieder. Nice. Okay, ja, was ist hinter der Tür hier? Klopf, klopf, hallo? Keine Ahnung. Ja, ich bin aber wirklich, wie gesagt, gespannt, ob er uns noch mehr hier reinpackt an Updates. Weil hier einfach random als irgendein neuer Kram kommt, Leute. Das ist wirklich verrückt. Aber jetzt erstmal schnell, pass auf, wir machen einfach kurz Unstuck. Ich habe gar keinen Bock zu laufen. Unstuck? Unstuck! Okay, funktioniert nicht. Wenn ich... Okay, keine Ahnung. Okay, hä? Sonst konnte ich mich mit Unstuck einfach direkt zurück teleportieren, wenn ich zu faul war zum Laufen. Scheinbar geht es nicht mehr. Wahrscheinlich nur, wenn man wirklich feststeckt. Man kann es offensichtlich nicht mehr einfach random zum Teleportieren benutzen. Okay. Okay, ihr habt mich erwischt. Aber kein Stress, Leute, und natürlich auch gar kein Problem. Wir sind back home, Freddy Fazbear's Pizzeria. Wir gehen rein und wir schauen mal. Erstmal schauen, auf welche Bühne wir überhaupt Lolbit setzen. Ich meine, wir haben ja hier drüben eigentlich noch mehr als genug Platz. Aber warte, wir schauen erstmal. Animatronics, 1 von 30 jetzt? Hä, aber es waren doch... Hier ist Lolbit! Warnung, wenn er auf deinem Kamerascreen auftaucht, gib schnell LOL in dein Keyboard ein, wenn du im Office bist. Wurde für 1 Million Downloads von Killer in Purple 2 hinzugefügt. Alter, das Spiel wurde 1 Million mal gedownloadet. Let's go. Earnings pro Night 10.000. Okay, krass. Und er kostet 25.000. Also müssen wir sowieso erstmal kurz noch ein bisschen Geld verdienen. Am besten, indem wir kurz warten, bis Nacht ist und einfach eine Nacht überleben. Real Talk. Golden Freddy ist zum Glück nicht hier. Das heißt, er kann uns auch nicht wegbashen. Und dann ist es, glaube ich, am smartesten, wenn wir einfach kurz eine Nacht
überleben, oder? Ich denke schon. Oder wollen wir kurz ein paar Kinder entführen? Ich meine, wir haben uns ja eben extra den Anzug gekauft, Leute. Ist auch schon wieder so random, ne? Naja, aber Bock, ein paar Kinder zu entführen, Leute. Wollen wir noch irgendwie einen Clown oder so? Machen wir einfach mal. Ich mache wieder hier meine Peak-Performance-Taktik, Leute. Ich stelle mich direkt hier vorne. Ey, kommt alle mit? Warte, wir stellen uns direkt hier vorne wieder auf den Tresen. Hallo. Kann ich da nicht mehr drauf? Ist kaputt? Oh mein Gott, ich kann nicht auf den Tresen springen. Hä? Kann man nicht mehr so springen oder was? Ja, ich kann nur noch so... Nur noch so ein bisschen springen. Ach ja, moin. Okay. Ey, es war voll easy, auf den Tresen zu stehen. Und dann die Kinder immer anzulabern. Weil man direkt alle abfangen konnte. Oh, jetzt muss ich hier wie so ein Dulli im Kreis laufen. Oh, Mann. Okay. Ich stelle mich einfach hier an den Rand. Von hier aus müsst ihr auch gehen. Kommt ja... Ja, guck, jetzt stehen die alle vor mir. Ich sehe gar nichts mehr. Ach, Mann. Okay, Freunde. Ich mache anders, Ich hole die erstmal jetzt alle immer Stück für Stück hier rein. Und räume schon mal direkt auf. Weil wir verdienen ja auch Geld durch Pizza verkaufen. Ich habe ja schon mal gesagt, eigentlich müssen wir ja gar keine Kinder umbringen. Boah, eigentlich könnte ich auch mal eine Challenge machen. Wie weit kommt man in Killer in Purple, ohne Kinder umzubringen? Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen aufs Video da, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und dann machen wir mal eine Challenge. Können wir auch eigentlich im Stream machen. Killer in Purple spielen. Ohne. Oh, ich habe aus Versehen mein Messer rausgeholt. No. Das war nicht mit Absicht. Ich habe aus Versehen eh gedrückt, aus Reflex. Oh, Backe. Wow. Oh. Geld verloren. Nein. Oh, sowas Dummes. Jetzt muss ich wieder aus dem Gefängnis ausbrechen, Leute. Aber die vergessen zum Glück immer zuzuschließen. Von daher ist easy. Alter, das hier drüben wäre halt auch... I don't wanna be free. Hier drüben wäre halt auch eine gute Zelle, um... Springtrap zu verstecken, so, ne? Okay. Ja, gut, Leute. Wir warten einfach, bis es Nacht ist. Und ich survive einfach eine Nacht kurz im Büro. Das ist besser, als wie wenn ich jetzt hier versuche, Kinder zu entführen. Offensichtlich bin ich zu doof dafür. Ich glaube, ich muss meine Location ein bisschen anders aufbauen, damit das mit der neuen Sprung... Ja, mit der reduzierten Sprungkraft trotzdem noch optimal funktioniert. Okay, ich chill einfach kurz hier. Wir lassen mal eben eine Nacht vergehen, das ist ja kein Ding. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie ich eine Nacht überlebe und wie viel Geld wir aktuell eigentlich kriegen. Aber irgendwie bin ich schlecht. Ich bin 2 oder 3 Mal gestorben. Ich habe mir das Geld jetzt auf normale Art und Weise besorgt. Deswegen haben wir auch nur 30.000, weil wenn wir eine Nacht überlebt hätten, hätten wir locker 60 oder so bekommen. Aber life is hard. Es hat irgendwie nicht funktioniert, Leute. Es hat auch ultra lang gedauert. Richtig doof. Okay, aber egal. Wir schauen mal rein. Wir haben jetzt hier Lolbit am Start. Und wo stellen wir Lolbit hin? Einfach erstmal hier mit auf die Bühne, oder? Geht das hier irgendwie? Dass ich Lolbit hier mit draufstelle, so. Hier so an den Rand. Zack. Und fertig. Und guck mal, Leute, jetzt ist auch noch... Ey, man kann nicht mehr so springen, das macht mich richtig sauer. Ich meine, im Endeffekt ist es ja nur Funtime Foxy. Anders. Ja. Yeah. Und mit anderer Farbe. Aber offensichtlich hat Lolbit auch, ja, eine neue Funktion. Wenn uns Lolbit nachts angreift, müssen wir irgendwie ein LOL eingeben. Ansonsten, ja... Fetzt uns der Jumpscare richtig auseinander. Ansonsten hat der Entwickler von Killer in Purple 2, und jetzt kommt die krasseste Info hier, scheinbar noch irgendwas in der Pipeline. Er verrät nicht, was es ist, aber ich vermute, also er arbeitet an irgendwas, was fast fertig ist. Ich weiß nicht, ob es Killer in Purple 2 betrifft oder irgendein anderes Fangame. Ich meine, er hat auch Killer in Purple 1 gemacht, Park of Horror hat er auch gemacht. Ich weiß nicht genau, woran er arbeitet. Ich weiß nur, es ist irgendwas Krasses. Es ist fast fertig und es wird sehr, sehr wild. Nur schon mal als Teaser. Ich persönlich hoffe, dass es noch mehr Killer in Purple 2 ist, aber wir werden sehen, Leute. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir hier noch machen müssen, auch im nächsten Video, Freunde. Deswegen schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Wir sind doch noch nicht ganz fertig mit Killer in Purple 2. Deswegen lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen. Wenn ihr hyped seid auf vielleicht noch ein Killer in Purple Update oder ein anderes Game. Killer in Purple 3? Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr könnt gerne das letzte Video noch hier drüben auschecken. Das war ein ultra cooles FNAF-Multiplayer-Game mit den Ignited Animatronics aus Joy of Creation. Ich würde es mir reinziehen.